Ja, ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Dialogveranstaltung von Ihre Chemie, eine Initiative des Verbands der chemischen Industrie. Wir hatten uns ja vor einigen Wochen schon mal hier unterhalten über die Impfstoffentwicklung gegen Covid-19, die wir da etwas genauer in den Blick genommen haben. Diesmal wollen wir uns mit Corona-Medikamenten beschäftigen. Solche Medikamente sind dringend nötig, um die Pandemie zu bekämpfen, denn, das wissen wir aus der Medienberichterstattung, bis es tatsächlich soweit ist, dass wir alle geimpft sind, da brauchen wir Zeit. Und das heißt, bis es soweit ist, werden Menschen auch weiterhin erkranken und werden weiterhin behandelt werden müssen. Außerdem, wer eine Infektion überwunden hat, der klagt ganz oft noch über weitere zahlreiche Beschwerden. Und auch das zeigt uns, wie wichtig wirksame Arzneimittel sind. Deshalb wollen wir uns heute fragen, ja, an welchen Corona- und an welchen Covid-Medikamenten forscht die pharmazeutische Industrie eigentlich? Das diskutieren wir in den kommenden 45 Minuten und zwar mit folgenden Gästen. Da ist zum einen Professor Dr. Clara Lehmann, die Medizinerin, leitet die Infektionsambulanz der Universitätsklinik Köln und von dort ist sie uns auch zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Lehmann. Außerdem mit in der Runde Dr. Siegfried Trohm, live aus Berlin. Der Pharmazeut war zunächst in der Krankenhausversorgung tätig und seit 2001 ist er nun Geschäftsführer Forschung beim Verband Forschender Pharmaunternehmen, kurz auch genannt VFA. Ja, schönen guten Tag, Herr Trohm. Guten Tag. Auch mit dabei ist Monika von Zedlitz. Sie ist Pressesprecherin des VCI und betreut heute als Co-Moderatorin den Chat. Also wenn Sie Fragen haben an unsere Gäste, bitte immer mit. Frau von Zedlitz hat einen Blick darauf. Herzlich willkommen. Und mein Name ist Philipp Eins. Ich bin Moderator des Pharmazie-Podcasts VFA Tonspur und führe Sie heute durch den Nachmittag. Und an dieser Stelle auch ein kurzer Hinweis zur Technik. Wenn wir da hinspringen könnten, können wir gerade nicht. Jedenfalls sehen Sie im rechten kleineren Kasten, den Sie bei sich haben, ein Modul, das nennt sich Fragen. Und bei diesen Fragen können Sie auch gerne Ihre Fragen notieren. Die kommen dann bei Frau von Zettlitz raus. Ansonsten befinden Sie sich im Zuhörermodus. Das heißt, Sie können jetzt nicht direkt sich zu Wort melden, aber über dieses Fragemodul. Außerdem wird Ihnen auch ein Mitschnitt mit dieser Veranstaltung nach der Übertragung sozusagen zum Download bereitstehen. Das finden Sie dann unter www.ihre-chemie.de und auch auf www.vci.de. Das soweit zum Technischen. Lassen Sie uns doch jetzt nun gleich einsteigen und zwar ganz konkret mit Covid-19 und Medikamentenentwicklung und das auch mit einem möglichst praktischen Blick. Frau Lehmann, Sie sind ja nah dran an den Menschen. Sie arbeiten ja direkt in einer Klinik. Und ja, wir lesen ja, die Intensivbetten sind voll. Hier in Berlin hat sich zwar etwas gebessert, aber noch immer steht eine Corona-Ampel auf Rot. Wie sieht es bei Ihnen in der Uniklinik in Köln aus? Ja, also glücklicherweise ist jetzt in der letzten Woche hat sich die Situation deutlich gebessert. Das heißt, wir sind knapp bei 20% der Betten auf den Intensivstationen, also in ganz Köln, die mit Covid-Patienten belegt sind. Wir lagen teilweise Anfang Januar bei 70% und da war die Situation natürlich sehr, sehr angespannt. Wir sind daher sehr, sehr glücklich, dass die Maßnahmen gegriffen haben, endlich. Das zeigt sich dann letztendlich, ist die letzte Stufe dann auf den Intensivstationen, wie viele Menschen dann dort auch liegen. Und ich kann nur hoffen, dass das für die nächsten Wochen, dass das auch so sich vielleicht noch bessert, aber hoffentlich nicht verschlechtert. Aber da müssen wir natürlich alle sehr, sehr aufmerksam bleiben. Ja, wir kennen da ja so Fotos aus dem Fernsehen. Nicht jeder war aber in einer Intensivstation. Wie geht es da tatsächlich zu und was brauchen die Patienten, die dort an Covid erkrankt sind und dort liegen, jetzt wirklich am dringendsten? Also als erstes ist es so, dass sie natürlich infektiös sind. Das heißt, sie sind in so Einzelboxen. Und die größte Sorge, die man auf Intensivstationen hat, ist, dass es zu nosokomialen Infektionen kommt. Also dass ein Patient, der zum Beispiel SARS-CoV-2 positiv ist, dass es dann dieses Virus an irgendeinen anderen Patienten dann übertragen wird, der vielleicht eigentlich wegen eines
ganz anderen Grund ist, eigentlich auf die Intensivstation gekommen ist. Das heißt, jeder Patient ist in solch einer einzelnen Box. Und wenn man auf der Intensivstation ist, hat man vor allen Dingen erhebliche pulmonale Beschwerden, also Lungenbeschwerden. Man kann nicht mehr alleine atmen und man braucht intensive Unterstützung. Man fängt erst mit so einem sogenannten High Flow an. Also das heißt, man bekommt Sauerstoff in einem sehr, 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 sehr hohen Flussrate. Und wenn man aber sieht, dass der Patient sich erschöpft, dann wird er irgendwann intubiert, also dann bekommt er eine invasive Beatmung. Und wenn man sich die Bilder anschaut, die CT-Aufnahmen anschaut, dann sehen diese Lungen ganz, ganz schlimm aus. Die sind ganz weiß und es ist sehr, sehr schwer, diese Patienten richtig auch zu beatmen. Und das ist für die Intensivmediziner eine große, große Herausforderung. Und die haben auch mit den Monaten haben sie auch dazugelernt, ne, welche Technik man für die Beatmung auch einsetzt. Das ist Sie das sprechen eine. gerade schon über Beatmung, über Sauerstoff. Gibt es denn noch Therapien, die Sie jetzt bereits schon einsetzen bei den Schwererkrankten? Ja, das wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Das andere ist, dass Sie auch natürlich systemische, also Ganzkörper, Symptome haben. Und man hat so einen Zytokinsturm in dieser Phase der Erkrankung. Und da versucht Was ist man das? zum Beispiel mit hochdosierten Cortison, dass man diesen Zytokinsturm, dass man diese extreme Inflammation runternimmt und damit etwas kontrolliert. Da weiß man auch, dass der Verlauf insgesamt dieser Patienten dann besser wird. Und dann versucht man, das ist aber meistens dann in früheren Stadium, nicht wo die Patienten schon sehr, sehr stark erkrankt sind, versucht man mit Medikamenten die Viruslast zu senken. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Sie haben vielleicht von Remdesivir mal gehört, das auch vielfach diskutiert worden ist, ob das wirklich so gut funktioniert oder nicht. Und zuletzt jetzt auch diese monoklonalen Antikörper, die auch ja vom Bund dann auch eingekauft worden sind, damit man da hier eine Therapieoption hat, wobei das auch sicherlich kritisch auch zu diskutieren ist. Aber das können wir ja jetzt auch heute im Laufe des Nachmittags dann auch direkt dann auch machen. Ja, und genau solche Antikörper-Cocktails, über die Sie gerade gesprochen haben, die, wie Sie auch schon erwähnten, wurden eingekauft vom Bund. Gesundheitsminister Jens Spahn hat Ende Januar 200.000 Dosen solcher Antikörper-Cocktails bestellt. Herr Throm, ist das ein weiterer, auch wichtiger Baustein im Kampf gegen Corona? Diese monoklonalen Antikörper werden eingesetzt, um das Eindringen von diesen Coronaviren in die Zellen zu verhindern. Die blockieren dieses Spike-Protein. Das sind diese Proteine an der Zelloberfläche, mit denen sich das Coronavirus an die Zellen heftet und dann sein Erbgut in die Zelle einschleust. Sie haben eine Notfallzulassung in den USA bekommen. Sie haben eine vorläufige Bewertung durch die deutsche Zulassungsbehörde bekommen. Die Studien sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Von daher der endgültige Stellenwert ist noch nicht so ganz klar. Was sich gezeigt hat in den bisher vorliegenden Studienergebnissen ist, dass sie in einem frühen Stadium, wenn die Patienten erst wenige Tage ihre Diagnose hatten, dass sie Covid-infiziert sind und hohe Risikofaktoren für einen schweren Verlauf haben, dass man bei diesen Patienten dann wirklich das Risiko für eine schwere Erkrankung etwas senkt. Ja, Notfallzulassung, das klingt natürlich erstmal, als sei da noch nicht ganz viel Erprobung dahinter, aber es ist nur einfach eine brenzlige Situation, in der man dann nach jedem Grashalm greift. Frau Lehmann, Sie hatten gerade gesagt, Sie sehen das ein wenig kritisch. Inwiefern? Naja, also es ist natürlich wichtig, dass in bestimmten Situationen man die Möglichkeit hat, auch Notfallzulassungen durchzuführen. Das ist natürlich wichtig und wir haben auch den Bedarf, dass Medikamente möglicherweise auch als Notzulassung zur Verfügung stehen. Das kennt man ja auch zum Beispiel von der HIV-Therapie. Das heißt aber nicht,
Und das ist möglicherweise, wird das auch vielleicht in den Medien schlecht kommuniziert, dass diese Antikörper, die jetzt eingekauft worden sind, dass man die jetzt einfach so einsetzen kann für milde Verläufe. Man muss schon kritisch sich die Daten auch anschauen, was es für sogenannte Endpunkte gibt, also welche Qualitätsstandards oder welche Ergebnisse haben diese Studien auch gezeigt. Und wenn man diese Medikamente einsetzt, sollte man die unter bestimmten Fragestellungen und auch mit den Patienten besprechen, dass es individuelle Heilversuche sind. Und man sollte möglichst, um weitere Daten, Wissen insgesamt über, insbesondere jetzt bei diesen Antikörpern zu erhalten, sollte man das möglichst in Studien machen, weil nur so wird man wirklich einen Wissenszuwachs bekommen. Also es wäre, glaube ich, ein Fehler, wenn man jetzt sagt, ja, man setzt jetzt diese Antikörper-Cocktails ein, so wie das da irgendwie empfohlen wird, ohne da wirklich kritisch darüber nachzudenken und weiter auch Daten zu sammeln. Weil die Datenlage ist noch nicht so klar, dass man sagen kann, man hat definitiv einen Vorteil durch diese Antikörper. Das heißt, Vielleicht Antikörper noch ja, aber als nicht ohne weitere Ergänzung, Studien, Herr Entschuldigung. Trumm, ja. Ja, vielleicht noch als kleine Ergänzung. Es gab jetzt eine Bewertung durch die nationale Zulassungsbehörde, eine vorläufige. Parallel dazu findet eine Bewertung auf europäischer Ebene statt, bei der Europäischen Zulassungsagentur in Amsterdam, bei der EMA. Die möchte dann auch eine sogenannte wissenschaftliche Bewertung hier abgeben, um die nationalen Zulassungsbehörden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen EU-Ländern, dabei zu unterstützen, dann ihrerseits solche Notfallzulassungen hier auszusprechen. Auf der europäischen Ebene gibt es das Instrument der Notfallzulassung in Europa nämlich nicht. Es gibt es nur in den USA, es gibt es in England, aber nicht in der EU. Bevor wir uns weiter mit den Antikörpercocktails beschäftigen, lassen Sie uns an der Stelle vielleicht noch mal einen Schritt zurücktreten und schauen, woran denn überhaupt in der Breite geforscht und entwickelt wird. Also die pharmazeutische Industrie setzt ja auch auf Medikamente, die bereits zugelassen sind, und zwar gegen andere Erkrankungen. Und da gibt es vier große Gruppen, die man da ausmachen könnte. Wir haben zum einen die antiviralen Medikamente, die also die Vermehrung der Viren senken soll. Wir haben dämpfende Immunmodulatoren, die dafür sorgen, dass das Immunsystem von den Erkrankten nicht überreagiert und sozusagen den eigenen Körper bekämpft. Wir haben dann auch Mittel gegen Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen, die diskutiert werden. Herr Trumm, welche Ansätze sind hier wirklich am erfolgversprechendsten? Man muss sagen, es gab eine große Euphorie, als man gestartet hat mit der Umwidmung von bereits zugelassenen oder bereits vorerprobten Medikamenten und dachte, innerhalb von wenigen Monaten würde man da einen Durchbruch erzeugen, wesentlich früher als bei der Impfstoffentwicklung. Sehr erstaunlich ist es gewesen, dass es gerade umgekehrt gekommen ist. Wir haben in Rekordzeit in unter einem Jahr jetzt mehrere Impfstoffe zugelassen bekommen. Auf der medikamentösen Seite sieht es leider nicht so doll aus. Wir haben das von Frau Lehmann schon erwähnte Remdesivir. Das hat eine Zulassung mit Auflagen im europäischen Bereich, eine Notfallzulassung in anderen Staaten und wird eingesetzt bei Menschen mit Patienten mit leichten bis mittelschweren Symptomen, um den Krankenhausaufenthalt bei diesen Menschen zu verkürzen. Zwar solche, die zusätzlich Sauerstoff brauchen. Und wir haben, dieses Medikament stammt aus dem Bereich der antiviralen Medikamente und war ursprünglich entwickelt worden gegen Ebola-Infektionen, wo es aber keinen durchschlagenden Erfolg gehabt hat. Das Zweite, was eine Zulassung hat, auch von der EMA, also von der Europäischen Zulassungsbehörde, ist das Dexamethason. Frau Lehmann hatte da auch schon darauf hingewiesen. Es gehört zu den Kortikosteroiden und wird verwendet bei den schwerkranken Patienten, um den Heilungsverlauf zu beschleunigen, die Entzündungsreaktion zu dämpfen. Kortikosteroide sind ja sehr stark entzündungshemmend. Und für dieses Medikament, es ist ein sehr, sehr altes Medikament, schon 40, 50 Jahre alt, für dieses konnte gezeigt werden in Studien, dass es wirklich die Sterblichkeit der Patienten auch senken kann. Das ist die Bilanz
für die Medikamente, die im Bereich untersucht werden, Umwidmung von bereits bekannten Medikamenten. Bei anderen Medikamenten laufen die Untersuchungen noch. Es gibt bei einigen einige positive, aber auch einige ergebnislose Studien. Da ist das endgültige Urteil noch nicht gesprochen. Das gilt insbesondere für die auch von Frau Lehmann schon erwähnten Medikamente, die man gegen einen Zytokinsturm einsetzt, also durch eine völlig überschießende Immunreaktion des Körpers auf diese Virenvermehrung. Frau Lehmann, Sie haben ja gerade gesagt, naja, Neuentwicklung natürlich, aber eben nicht ohne ausreichende Datengrundlage, nicht ohne ausreichende Studien. Werden Sie jetzt bei Medikamenten, die ja schon zugelassen sind, die man praktisch nur umwidmet auf eine neue Erkrankung, sind Sie da gelassener? Nee, also ich sehe das genauso, das muss man genauso kritisch bewerten. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel auch erinnert, ganz am Anfang jetzt der Pandemie hier in Europa, da wurde ja das Hydroxychloroquin plötzlich total gehypt, ja, und auch also in den Medien und so weiter. Also das und es wurde wirklich auch von vielen Menschen eingesetzt. Hydroxychloroquin, teilweise in Kombination mit einem Antibiotikum, Azithromycin. Was ist das für ein Medikament? Wofür hat man das sonst eingesetzt? Das Hydroxychloroquin hat man teilweise bei Malaria eingesetzt, beziehungsweise bei Rheuma setzt man das ein, auch in unterschiedlichen Dosierungen. Und das Azithromycin ist ein Antibiotikum, was man auch einsetzt. Und diese Kombination wurde sehr, sehr viel eingesetzt. Völlig auch, also völlig unkontrolliert, ohne wirkliche kritische Beurteilung, ob es wirksam ist oder nicht. Und stellen Sie sich mal vor, man hätte das nicht kritisch beurteilt, dann würde man das möglicherweise jetzt immer noch benutzen. Ja, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass auch bereits zugelassene Substanzen, auch wenn die umgewidmet werden, dass die auch in Studien kritisch beurteilt werden, weil nur so sieht man die Wirksamkeit. Ne? Also das finde ich zum Beispiel ein ganz, ganz gutes Beispiel, wie wir am Anfang der Pandemie, klar, wir hatten alle überhaupt gar keine Möglichkeiten, große Sorge, große Ängste, wie es überhaupt weitergeht, dann freut man sich, dass man irgendwas in der Hand hat, aber das macht möglicherweise sogar mehr negative Effekte. Gibt es denn aus Ihrer Erfahrung, Frau Lehmann, an der Uniklinik, auch aus der praktischen Arbeit, Medikamenten, die bereits eben zugelassen sind, die man umwidmen könnte, die Ihnen auch Anlass zur Hoffnung geben? Also man hat meines Wissens jetzt aktuell nicht. Wir setzen ja zum Beispiel das Cortison ein. Ne? Man hat irgendwelche Dinge ausprobiert. Ich persönlich, ich weiß es auch ganz genau, da hatte ich Hintergrunddienst und da war eine Kollegin, die erkrankt ist an Covid mit einer schweren Lungenerkrankung. Und dann habe ich noch gesagt, sie soll HIV-Medikamente bekommen, ne? Weil wir zu diesem Zeitpunkt noch irgendwie dachten, vielleicht sind HIV-Medikamente wirksam, also so alte Medikamente, da mussten wir die da irgendwo noch rauskramen lassen aus der Apotheke. Da hat sich ja auch gezeigt, dass die überhaupt nicht funktionieren und nicht wirksam sind. Aber zu diesem Zeitpunkt, ja, hatten wir überhaupt gar keine Möglichkeiten und haben uns irgendwie an irgendwas drangehangelt, wo möglicherweise irgendwas bestehen, eine Wirkung bestehen könnte, bei antiviralen Substanzen zum Beispiel. Auch hier hat sich gezeigt, dass da nichts funktioniert. Ne? Meines Wissens, Herr Throm, Sie sehen das vielleicht auch noch anders, habe ich jetzt keine Idee, welche Substanzen da vielleicht umgewidmet werden könnten. Ich habe da keine Idee, vielleicht haben Sie was da. Was sich bei einigen Studien gezeigt hat, ist, dass von den biologischen Rheumamitteln möglicherweise ein Effekt auf die Verhinderung des Zytokinsturms erwarten lässt. England hat da empfohlen, bestimmte solcher Medikamente einzusetzen. Da gibt es positive Studien, es gibt negative Studien, es gibt noch keinen Zulassungsantrag hier bei der Europäischen Zulassungsbehörde. Von daher kann ich da auch noch keine Gewissheit geben, dass es wirklich wesentlich wirksamer ist als
dann Risiken wegen Nebenwirkungen zu erwarten ist. Also eine positive Nutzen-Risikobewertung liegt für diese Medikamente noch nicht vor. Das gilt übrigens auch für einige andere Medikamente. Einige hatte Frau Lehmann schon erwähnt, die nichts geworden sind. Das waren diese HIV-Mittel. Das war Hydroxychloroquin, Azithromycin. Und bei Ivermectin gibt es eine sehr durchwachsene Studienlage, einige positive Studien, einige negative. Jetzt vor kurzem kam hoch, Colchicin könnte eventuell wirksam sein, aber auch da ist das abschließende Urteil noch nicht gesprochen. Lassen Sie uns noch kurz blicken auf Neuentwicklung. Dies ist ja der andere große Forschungs- und Entwicklungsbereich, also Neuentwicklung von Medikamenten gegen Covid-19. Wir hatten ja über diese Antikörpercocktails aus den USA bereits gesprochen. Da ist ja das Besondere vom Wirkmechanismus her, dass sie eigentlich wie eine passive Impfung wirken. Was ist da noch Ähnliches in der Pipeline, auch mit überraschenden neuen Wirkmechanismen? Also das mit den monoklonalen Antikörpern ist eigentlich ein ganz gutes Prinzip, weil man damit sofort einen Schutz erzielen kann. Wir wissen ja bei den Impfungen, das dauert einige Wochen. Sie brauchen eine zweite Impfung und auch danach noch 1 bis 2 Wochen, bis sich der volle Impfschutz entwickelt. Bei den monoklonalen Antikörpern ist das ja eine passive Immunisierung. Das heißt, wenn Sie die infundiert haben oder injiziert haben, dann haben Sie sofort einen Schutz. Ist natürlich kein allgemein anwendbares Wirkprinzip, erstens von der Anwendungsart her und dann natürlich auch von den Kosten her überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was eine oder 1 oder 2 Impfstoffdosen kosten. Es wird in über 300 Projekten mit verschiedenen Wirkstoffen geforscht, an weiteren Medikamenten, zum Beispiel was die Verbesserung der Lungenfunktion angeht, die Sauerstoffnutzung. Am Anfang hieß es ja immer, dass Covid eine primäre Lungenerkrankung sei, was sich allerdings dann sehr schnell als Irrtum herausgestellt hat. Es ist eine generalisierte Erkrankung, die praktisch den ganzen Körper befallen kann, vom Gehirn eben bis zu den Gefäßen hier in den Beinen und in den Füßen und praktisch auch alle Organe. Was auch weiterhin geforscht wird, ist im Bereich Herz-Kreislauf. Da hat man sehr früh erkannt, dass Covid-Viren sehr schnell zu Möglichkeiten einer Thrombose führen und dass es sehr wichtig ist, ist auch inzwischen Behandlungsstandard in Deutschland. Frau Lehmann kann das nachher sicher bestätigen, dass man die Patienten mit Heparin behandelt, um eben solche Thrombusbildung mit allen negativen Konsequenzen dann von vornherein zu verhindern. Es gibt noch exotische Ansätze, möchte ich mal sagen, die aber noch in früherem Stadium sind, zum Beispiel mit Gentherapien, mit Zelltherapien, mit solchen Dingen da zu arbeiten. Aber auch das sind natürlich hochkomplexe Therapien, die sicher nicht ein weiter verbreitetes Therapiekonzept werden dürften, wenn sie sich denn als positiv erweisen. Es gibt jeden Tag neue Studienergebnisse, die sind in aller Regel aber noch aus Phase 1 und Phase 2, von daher mit einer sehr überschaubaren Zahl von Patienten. Und lassen noch keinen endgültigen Schluss zu. Wichtig sind große Studien, wie auch Frau Lehmann sagt, mit entsprechender Vergleichsgruppe, mit einigen 100 Patienten, sonst kann man da eigentlich kein abschließendes Urteil hier sprechen. Nun ist natürlich wichtig bei diesen ganzen Entwicklungen, wenn wir darüber sprechen, wir wissen ja alle, es sind Mutanten unterwegs von Covid-19-Viren. Und die Frage ist natürlich, was entwickelt man oder entwickelt man ein Medikament, das nachher für die Tonne ist, weil es dann gegen die Mutanten gar nicht wirkt, Frau Lehmann. Wie ist da Ihre Sorge? Ja, das wollte ich auch gerade anmerken. Also auch gerade bei diesen Antikörpern, ne, das ist auf der einen Seite ist es natürlich sehr, sehr attraktiv, weil man sehr schnell, insbesondere wenn man diese Antikörper im frühen Stadium der Infektion einsetzt, dass eben schnell wirksam ist und die Viruslast gesenkt werden kann und so dann der weitere Krankheitsverlauf einfach abgemildert wird. Aber das geht natürlich nur, solange eben diese Antikörper auch eine gewisse Neutralisationsfähigkeit haben. Und sobald Mutationen vorliegen, und da gibt es auch schon Hinweise, dass eben Mutationen in dem Spike-Protein dass dieser Antikörper dieses Bamlanivimab, ich kann das immer so schlecht aussprechen, Bamlanivimab, ich frage mich immer, wie man sowas, egal,
Also, dass es da wohl nicht mehr so gut funktioniert. Und da haben Sie natürlich vollkommen recht, dass es dann schwierig ist, wenn man viele Millionen investiert hat in der Entwicklung von Antikörpern, die dann nachher möglicherweise nicht unbedingt wirksam sind. Das ist eine große Gefahr. Aber eine Lösung ist möglicherweise auch, dass man eben solche Cocktails dann einsetzt, ne? Und dass unterschiedliche Antikörper eingesetzt werden. Das ist wahrscheinlich auch die Strategie, die dann sinnvoll ist, wenn man das gut einsetzt. Also das ist nicht ganz einfach. Man muss zumindest eben schauen, was passiert mit den Mutanten und muss da wahrscheinlich die Entwicklung regelmäßig anpassen. Ich würde an der Stelle gerne mal in den Chat schauen. Frau von Zettlitz, was sind denn bereits für Fragen eingegangen? Ja, eine ganze Menge Fragen sind eingegangen. Die erste geht gleich an die Frau Lehmann, was denn eine normale Auslastung auf der Intensivstation ist, was das heißt. Eine normale Auslastung, also normale Auslastung wäre null Covid-Patienten. Und also man versucht immer, dass etwa 75% der Betten belegt sind und nicht mehr, weil es können ja immer noch weitere Notfälle kommen. Also mit so Krankheitsbildern, die ganz bunt gemischt sind. Und wenn man aber in eine Situation kommt, so wie man das im Januar hatte, Anfang Januar, wo 75% der Betten nur mit Covid-Patienten belegt sind, dann sind alle anderen Patienten, können dann nicht mehr versorgt werden. Ja, das ist die Sorge, die man hat. Also idealerweise wäre es, dass man null Covid-Patienten auf der Intensivstation hat. Dankeschön. Es geht um die Herstellungskapazitäten für monoklonale Antikörper. Wenn die Wirksamkeit bestätigt werden kann, kann dann die Pharmaindustrie die ausreichenden Mengen produzieren. Ich denke, Herr Thom, das ist eine Frage an Sie. Das ist wie immer eine Frage, wie viel an solchen Antikörpern dann auch wirklich gebraucht wird. Es gibt sehr große Kapazitäten hier für die Herstellung von monoklonalen Antikörpern. Millionen von Dosen sind natürlich nicht von heute auf morgen darstellbar. Das ist ganz klar. Da müsste man erst einen etwas langwierigen Ausbau der Kapazitäten dann betreiben. Aber diese monoklonalen Antikörper sind ja auch nur als Überbrückungstechnologie, möchte ich mal sagen, gedacht. Durch Erfolge dann bei den Impfungen sollte ja die Zahl der Menschen, die diese dann wirklich brauchen sollten, wesentlich rasch sinken. Gut. Eine andere Frage richtet sich, da geht es um Cortison, wenn man das den Corona-Patienten gibt, ob dadurch nicht das Immunsystem negativ beeinflusst werden kann durch die Gabe von Cortison. Ja, das ist immer eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Natürlich ist es so, dass das Cortison erstmal entzündungshemmend ist. Also die Immunreaktion wird insgesamt etwas vermindert. Und da hat man natürlich die Sorge, dass wenn die Immunantwort gemindert wird, dass der Krankheitsverlauf dann zum Beispiel schlechter wird. Aber es gibt eine ganze Reihe von Infektionserkrankungen, zum Beispiel auch bei der Influenza oder auch bei der Tuberkulose. Da gibt es in manchen Phasen der Erkrankung eine Zeit, wo man eine Überreaktion hat, ja, eine Hyperinflammation, eine Überaktivierung des Immunsystems hat. Und das ist wiederum schädlich. Führt fast zu einer Selbstzerstörung. Ja, das ist, wie kann man das vergleichen? Wenn man vielleicht als Vergleich, wenn man jetzt Auto fährt und man würde die ganze Zeit im höchsten Gang fahren, im fünften oder im sechsten Gang, also das wäre dann das Immunsystem, das würde die ganze Zeit einfach sehr, sehr schnell und sehr, sehr aktiv sein, dann irgendwann geht der Motor kaputt. So, und das ist mit der Immunantwort auch so. Dass wenn das Immunsystem einfach die ganze Zeit sehr, sehr aktiv ist, kann es dazu führen, dass es eben dann irgendwann dann gegen den Körper doch wirkt und schließlich man daran auch verstirbt. Und in diesen Situationen, die muss man aber auch erkennen, da muss man als Kliniker auch viel Erfahrung haben, ist es manchmal besser, man fährt das Immunsystem etwas zurück,
damit diese Hyperinflammation, diese Überreaktion etwas runtergeht. Und dann weiß man, dass der Verlauf insgesamt dann besser wird. Das ist, man dieses Cortison einsetzt für eine bestimmte Zeit. Aber es ist auch wichtig, dass man das nicht die ganze Zeit einsetzt, sondern in einer bestimmten Phase der Erkrankung und danach dann auch wieder rausgeht, damit nachher auch die Immunabwehr dann doch wieder gut funktioniert. Ich hoffe, man hat es verstanden. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer das verstanden haben. Ich habe es verstanden. Gut. Eine Frage nochmal an Herrn Drohm. Was braucht die Pharmaindustrie, um die Entwicklung neuer Medikamente voranzutreiben? Braucht die Branche eine stärkere staatliche EU-Förderung? Bei der Impfstoffherstellung hat sich gezeigt, bei der Impfstoffentwicklung und der anschließenden Herstellung hat sich gezeigt, dass es sehr hilfreich gewesen ist, dass die Europäische Kommission große Verträge mit Abnahmegarantie von Hunderten von Millionen Dosen bereits frühzeitig abgeschlossen hat. Das gab den Firmen Planungssicherheit dahingehend, dass sie nicht hier Kapazitäten aufbauen, die dann letztendlich nicht gebraucht werden. Das heißt, hier gab es ein Risikoteilungsverfahren. Die Firmen haben Impfstoffe entwickelt. Zum damaligen Zeitpunkt wusste niemand, ob überhaupt einer dieser Impfstoffe letztendlich gut wirksam ist und auch eine Zulassung erhält und parallel schon damit begonnen, Produktionskapazitäten aufzubauen. Das war sicher eine sehr hilfreiche Sache. Ansonsten, was die Industrie immer braucht, sind gute Rahmenbedingungen, das heißt eine enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, wo ja viele wertvolle Beiträge auch für die Entwicklung sowohl der Impfstoffe als auch der Therapeutika gekommen sind und nach wie vor kommen. Eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden, das hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert bei der Entwicklung dieser Covid-Impfstoffe, wo in Rekordzeit dann letztendlich auch durch die enge Zusammenarbeit dann Zulassungen erreicht werden konnten und inzwischen ja schon sehr, sehr viele Menschen auch geimpft werden. Und dann jetzt noch eine vorerst letzte Frage aus dem Chat. Hängen der Verlauf der Erkrankung und die Entwicklungsgeschwindigkeit der Immunität miteinander zusammen? Leider nicht, leider nicht. Man hat zum Beispiel Patienten mit einer Krebserkrankung, die zum Beispiel unter Chemotherapie stehen, wo das Immunsystem durch die Chemotherapie einfach ganz, 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 ganz schwach ist. Die haben einen sehr, teilweise einen sehr, sehr schweren Verlauf. Und diese Patienten benötigen zum Beispiel sehr, sehr lange eine sogenannte Serokonversion zu machen. Also eine Serokonversion, darunter versteht man, dass man Antikörper bildet. Wenn man vorher noch nicht mit einer Infektion, mit einem Erreger in Kontakt gekommen ist, dann hat man gar keine Antikörper. Man ist sozusagen jungfräulich. Und dann kommt man mit dem Virus, jetzt mit SARS-CoV-2, kommt man in Kontakt und irgendwann im Laufe der Infektion, der Erkrankung, entwickelt man dann Antikörper. Das zeigt, dass das Immunsystem sich damit auseinandergesetzt hat und dann irgendwann auch die Infektion kontrolliert. Und bei Patienten, die eine Krebserkrankung zum Beispiel haben und unter Chemotherapie stehen, beobachtet man häufiger einen sehr, sehr schlimmen Verlauf. Und die Bildung der Antikörper dauert noch viel länger. Deswegen kann man nicht sagen, dass je schlimmer die Erkrankung, desto mehr Antikörper gebildet werden oder andersrum. Das kann man so nicht sagen. Das haben wir noch nicht so ganz begriffen. Okay. Das Vielen Dank, Frau Rutz-Edlitz, erstmal für die Fragen. An dieser Stelle gleich noch ein Hinweis. Falls wir nicht alle Fragen, und das wird darauf hinauslaufen, falls wir nicht alle Fragen beantworten können in dieser Dreiviertelstunde, werden wir das im Nachgang tun, nämlich online unter ihre-chemie.de. Da werden alle Fragen dann nochmal genauer auf den Grund gegangen. Ich würde gerne jetzt auf einen weiteren Aspekt kommen, der auch schon durchgeklungen ist bei der Entwicklung von Medikamenten, nämlich die Frage nach Sicherheit und Zulassung und auch überhaupt Sicherheitsaspekten. Frau Lehmann, Sie hatten ja schon gesagt, ohne gute Datenlage keine Zulassung. Man sollte hier nichts überstürzen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie werden Medikamentenstudien denn ganz praktisch durchgeführt, bis sie wirklich sicher sind? Es gibt ja unterschiedliche Phasen von Studien, ne? Also Phase 1
bis Phase 4. Phase 1 ist im Prinzip die ganz frühe Phase, wo einfach nur geschaut wird, ob dieses Medikament überhaupt bei gesunden Menschen irgendwas, ob da bei denen irgendwas passiert. Phase 2 ist, ob es keine Nebenwirkungen gibt, also ob es die Verträglichkeit gut ist. Und Phase 3 ist schließlich die Phase, wo wirklich geschaut wird, ob eine Wirksamkeit nachgewiesen werden kann. Das ist jetzt so ganz streng, ne? Es gibt natürlich, versucht man auch gerade jetzt, geht das alles ineinander über, und in der Phase 2 schaut man auch schon, ob da eine gewisse Wirksamkeit ist. Das würde jetzt aber so die Details sprengen. Aber so grundsätzlich sind das so die Phasen, die hintereinander durchlaufen werden. Und wenn die Phase 3 dann durchlaufen ist, dann schaut man sich die Ergebnisse, werden sich dann angeschaut durch unabhängige Gremien, und dann wird geschaut, ob das wirksam ist oder nicht. Und dann wird eine Substanz zugelassen oder eben nicht. Und nachher Phase 4 ist dann nach der Zulassung, wird immer noch geschaut, wie Verträglichkeit ist und so weiter. Wie lange dauert dieser Prozess jetzt unter normalen Umständen? Unter normalen Umständen zwischen 6 bis 10 Jahren dauert das. Also eine ganze Weile, und dann hören wir jetzt aus den USA, naja, es gibt da eben auch Notfallzulassungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Werden da einfach ganze Phasen übersprungen? Nee, die werden nicht übersprungen. Das ist so, das ist ja auch die ganze Diskussion, die man bei der Impfdebatte auch hat. Es ist nicht so, dass die Studien schlechter durchgeführt werden. Die werden schnell durchgeführt. Das heißt aber nicht, dass die schlampig durchgeführt werden, sondern die haben immer noch alle die ganzen Gütekriterien, die eingehalten werden müssen. Und die Studien werden mit Hochdruck werden durchgeführt, also sowohl von den Firmen, aber auch an den Zentren, zum Beispiel an den Forschungszentren, in den Unikliniken wird das mit Hochdruck durchgeführt. Es gibt die ganzen Teams, die machen im Prinzip nur das. Ja, also jetzt konkret zum Beispiel hier an der Uniklinik in meiner Abteilung werden viele, viele Studien durchgeführt für ganz andere Bereiche. Und jetzt seit Beginn der Pandemie laufen die ganzen anderen Studien, die laufen alle nicht mehr, ne? Weil sich alle nur auf Therapiestudien für Covid konzentrieren. Und das läuft dann so konkret, wenn jetzt zum Beispiel jemand auf Station jetzt kommt, der eine Covid-Erkrankung hat. Wir haben hier ein ganzes Team von Study Nurses, die schauen jeden Tag, schauen die, welche Patienten wo auf den Stationen aufgenommen worden sind und gucken nach bestimmten Einschlusskriterien. Ja, die Studien haben immer bestimmte Kriterien, ob ein Patient, wie alt er ist und ob er irgendwelche Begleiterkrankungen hat oder was auch immer. Schauen also nach den Einschlusskriterien. Und dann, wenn das alles passt, dann muss der Studienarzt dahin gehen und dann fängt man an, ja, mit dem Patienten zu sprechen, ihn aufzuklären. Und dann geht das Ganze eben los. Wenn der Patient dann eingewilligt hat, dann kann dann die Studie dann auch beginnen. Und dann erfolgen ganz viele Blutabnahmen zum Beispiel und ganz viele Kontrolluntersuchungen. Das läuft dann die ganze Zeit hier ab. Und dann hinzu kommt noch, dass dann sogenannte Monitore kommen. Das sind Personen, die regelmäßig zu uns in die Klinik kommen, von den Pharmaunternehmen beauftragt, um zu schauen, ob wir hier sauber und ordentlich arbeiten. Ja, um einfach zu schauen, ob alle Qualitätsstandards eingehalten werden. Und ehrlicherweise nervt das natürlich, auch gerade jetzt. Ne, die sind die ganze Zeit immer da, wollen von uns irgendwelche Sachen haben. Aber das ist, eigentlich ist das total gut, weil so wird die Qualität auch eingehalten. Und das ist jetzt umso intensiver, weil wir natürlich viele Patienten in kurzer Zeit auch in Studien einschließen möchten. Und deswegen sind die Monitore auch die ganze Zeit da. Ich bin dann manchmal genervt. Einer wartet schon auf mich hier nebenan. Aber das ist, es ist gut. Es ist, so muss es sein. Und ja, so kommen wir auch nur so kommen wir auch schnell raus aus dieser Krise. Also das ist tatsächlich so ein Sicherheitsapparat, der ja dann eben auch da ins Rollen kommt, wenn solche Medikamente entwickelt werden. Das war jetzt ganz eindrücklich. Herr Drohm, das sind ja so mal ganz vereinfacht die beiden Bausteine, die wir jetzt haben. Wir haben einmal eben die Sicherheit und wir haben einmal den Faktor Zeit. Und wenn wir sagen, wir wollen in kürzester Zeit trotzdem hohe Sicherheitsstandards einhalten,
Wie lange braucht es denn tatsächlich, bis unter diesen Standards neue Corona-Medikamente auch bei uns hier in Europa und in Deutschland zugelassen werden? Üblicherweise hätte ich früher gesagt, mindestens 10 Jahre. Nach der Entwicklung hier bei den Impfstoffen haben wir gesehen, dass es in Pandemiezeiten auch wesentlich schneller gehen kann. Also, dass man die Zeiten doch erheblich verkürzen kann. Genaues Datum hängt immer davon ab, ist es ein Medikament, wo schon Entwicklungsarbeiten gemacht wurden, auf die man aufbauen kann, oder ist es eine Entwicklung, die wirklich von vorne im Labor hier anfängt. Aber ich würde mal sagen, so 3 bis 5 Jahre auf jeden Fall wird das wohl dauern. Das heißt, es ist noch eine geraume Zeit. Bis dahin sind wir hoffentlich schon mit Impfstoffen versorgt. Es gibt noch Fragen aus dem Chat, auch zum Komplex Sicherheit und Zulassung. Frau von Zettlitz, vielleicht haben wir noch 2 Fragen, die wir mit einbringen können. Ja, eine Frage, das betrifft jetzt zwar weniger Sicherheit, aber auch nochmal die Forschung, warum es eigentlich bei den Medikamenten länger dauert, Therapien zu entwickeln als bei den Impfstoffen. Ja, das war ja die große Überraschung, wie ich schon sagte, dass man die Impfstoffe wesentlich schneller entwickeln konnte als die Medikamente. Das liegt einfach, glaube ich, auch daran, bei den Impfstoffen hat man einen klaren Zielpunkt. Es sind gesunde Teilnehmer, die geimpft werden sollen, bevor sie infiziert sind. Das war das Ziel. Bei der Entwicklung der Medikamente haben wir ganz verschiedene Patientengruppen. Frau Lehmann hat schon darauf hingewiesen, es gibt Ein- und Ausschlusskriterien. Die Leute haben Begleiterkrankungen, sie stehen ganz am Anfang hier einer Infektion. Es gibt ein mittelschweres Stadium, es gibt ein schweres Stadium. Von daher sind die Bedingungen, da Studien durchzuführen in genügend großem Ausmaß mit genügend Teilnehmerzahl, nicht so einfach durchzuführen. Und ich glaube, es gab auch eine große Enttäuschung, dass die ersten Ansätze, die so vielversprechend im Labor funktioniert haben, mit den Medikamenten, die vorhin genannt wurden, mit den HIV-Medikamenten, auch Mittel gegen Viren, wo man dachte, ein Virenmittel wird doch auch gegen ein sehr nahe verwandtes anderes Virus wirken, was sich eben als absolut nicht haltbar herausgestellt hat. Also das sind aus meiner Sicht einige der Erklärungsmöglichkeiten für diese unterschiedlichen Zeiträume. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Thom. Eine Frage nochmal an die Frau Professor Lehmann. Ein Zytokinsturm kennt man auch bei einer schweren Sepsis. Warum wird das dann nicht so behandelt bei einem Covid-Patienten wie bei einer schweren Sepsis? Ja, das ist am Anfang hat man das auch so gemacht. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Ne? Und es gibt ja immer wieder auch Studien bei der Sepsis, ob da Cortison sinnvoll ist. Manchmal wird das auch gemacht in bestimmten Situationen. Das ist bei der Sepsis auch noch nicht klar beantwortet. Das ändert sich immer wieder mal, je nachdem, was da für Studien da auch gezeigt worden sind. Deswegen sind Studien eben auch immer so wichtig, dass man für jedes Krankheitsbild doch ein unterschiedliches Rezept braucht, wie man es behandelt. Ja, das ist zwar dann irgendwie Intensivstation, aber das sind ganz unterschiedliche Krankheitsbilder trotzdem. Das sind unterschiedliche Konstellationen der Zytokine, die man da auch beobachtet. Und es sind bei der SARS-CoV-2-Infektion handelt es sich nun mal um eine Viruserkrankung. Das ist noch was anderes als zum Beispiel eine bakterielle Sepsis. Also da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das immer wieder in Studien für bestimmte Krankheitsbilder genau beurteilt, um zu sehen, ob das wirksam ist oder nicht. Und es kann auch sein, dass wir in einigen Monaten wieder was anderes sagen werden, ja, und das ist das, was ich heute Ihnen jetzt berichtet habe, dass ich das revidieren muss. Ich habe in der Zeit viel dazugelernt und jeden Tag lerne ich auch immer wieder zu und muss auch kritisch meine Aussagen auch wieder überprüfen. Das ist immer wichtig. Vielen Dank, Frau Professor Lehmann. Herr Eins, damit gebe ich wieder zurück an Sie. Ja, denn wir sind tatsächlich schon am Ende der Zeit angekommen, Herr Thom. Sie haben aber noch eine kurze Ergänzung.
Ich wollte nur sagen, das war eine der unangenehmen Überraschungen, dass man mit den Medikamenten, mit denen man Zytokinsturmgeschichten bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel bei den CAR-T-Zell-Therapien, sehr gut behandeln kann, dass die hier bei diesen Covid-Infektionen nicht funktioniert haben. Dieses Virus stellt immer wieder die Ärzte und auch die Arzneimittelentwickler vor Überraschungen und vor neue Rätsel. Meine Damen und Herren, wir könnten wahrscheinlich noch weiter diskutieren. Dennoch sind wir jetzt am Ende. Ich habe noch eine letzte Frage, Frau Lehmann, Herr Thrum, an Sie beide. Was meinen Sie denn, wenn wir jetzt kombinieren, sowohl die Impfstoffe, die jetzt entwickelt werden, als auch die Medikamente, die es vielleicht schon gibt, aber die jetzt auch in der Pipeline sind, wann werden wir mit dieser Kombination endlich wieder unser normales Leben führen können? Ich überlasse das mal Frau Lehmann erst. Was soll ich dazu sagen? Am liebsten würde ich sagen, morgen, aber es ist leider nicht so, auf keinen Fall. Wir werden nicht, sicherlich nicht vor 2022 wieder ein normales Leben haben können. Ich würde eher sagen, Mitte 22, 23 vielleicht, wenn alles gut läuft. Aber normales Leben vollkommen ohne Masken, ohne Hemmung, dass man sich in großen Mengen irgendwie treffen kann, das wird nicht so schnell kommen. Ich würde wahrscheinlich schon so sagen, so ein Jahr mindestens. Das wäre so meine Prognose. Aber ich bin immer sehr optimistisch. Herr Thrum, was sagen Sie denn? Ja, Thrum, sind Sie noch ein bisschen optimistischer? Ich gehe davon aus, dass bis zum Herbst wirklich die große Mehrheit der Deutschen geimpft werden kann, wenn sie das möchte. Und dass man danach sicher bestimmte Dinge lockern kann. Ob wir völlig dann ohne Masken zum Beispiel durch den nächsten Winter mit Blick auf Influenza, also auf Grippeinfektionen und dergleichen kommen werden, würde ich noch nicht versprechen wollen. Aber eine deutliche Lockerung, also was Veranstaltungen und dergleichen angeht, glaube ich, sehe ich das schon. Ich kann ja, vielleicht eine positive Sache noch sagen. Man kann ja auch immer versuchen, positive Dinge aus so einer Krisensituation mitzunehmen. Und man sieht zum Beispiel, dass durch dieses Maskentragen, was ja in der asiatischen Kultur weit verbreitet ist und bei uns ja überhaupt nicht, dass aber insgesamt alle anderen Infektionen ja auch deutlich geringer werden. Also wir haben das jetzt zum Beispiel auch bei Krebspatienten gesehen, dass viel, viel weniger Infektionen, die sonst im Allgemeinen auch auftreten und die eine Chemotherapie teilweise auch begrenzen, dass es viel weniger aufgetreten ist. Und deswegen kann man sicherlich auch positive Dinge aus dieser Pandemie und Maskentragen auch mitnehmen. Das sollten wir auch auf jeden Fall machen. Das heißt, die Maske, vielleicht bleibt sie uns in manchen Situationen erhalten. Wir werden sehen. Wir können aber erstmal nur hoffen, dass wir doch so schnell wie möglich da durchkommen. Ganz herzlichen Dank. Das waren Professor Dr. Clara Lehmann und Dr. Siegfried Thrum. Danke Ihnen beiden. Danke auch an Monika von Zettlitz für die Co-Moderation. Und alle weiteren Fragen aus dem Chat, die wir nicht beantworten konnten, ja, die werden jetzt im Nachgang beantwortet auf der Webseite ihre-chemie.de. Allen Zuschauerinnen und Zuschauern auch schönen Dank fürs Mitmachen und vor allem bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss. Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss.